Heute ist der Tag, meine Freunde. Heute geht es ab. Leute, wir haben euch jetzt eine Woche vorgeteasert, meine Freunde. Heute ist der Tag, wo wir den größten Slime der Welt machen. Und das Ganze in unserer eigenen Badewanne mit diesen Utensilien. Leute, wir haben hier ganz viel Kleber, Kontaktlinsenlösung, Rasierschaum, ganz viel Färbemittel. Aber das stellen wir euch später nochmal alles genauer vor, Leute. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Geld dafür ausgegeben. Ich glaube, insgesamt 500 Euro nur für Slime. Leute, wir haben ja schon dumme Investitionen wie das Tarpon hier gemacht. Aber Leute, ich glaube, der Slime wird alles übertreffen, Leute. Das wird so krank. Und da das so krank wird, habe ich sogar meine Schwester eingeladen, ob sie Bock hat mitzukommen. Und meine Schwester war allgemein noch nie in dieser Wohnung, Leute. Deswegen wird die jetzt das erste Mal hier sein. Also würde ich sagen, warten wir mal, bis Lea kommt. Die hilft uns dann ein bisschen beim Slime machen. Wir haben noch so einen riesigen Löffel bestellt und so. Den bringt die auch nachher mit. Also, let's go. Okay, Leute, let's go. Hallo, Lea. Ich habe noch ein schönes Buch für dich. Coole Videos drehen. Ha, danke. Jetzt kann ich endlich coole Videos sehen. Der Frau meinte nämlich alles scheiße. Lea, bist du ready für dieses heutige Video? Ja. Hast du unsere Wohnung eigentlich schon mal gesehen? Nö. Ich möchte auf Trampolin springen. Lea, sind Sie ready für einen Sprung? Wenn ich jetzt halt... Warte mal, bevor sie springt, lass ihn ab, oder? So, let's go. Okay. Testen. Oh nein, nein. Nee. Und ihr fliegt bis dahin drüber. Ja, nee. Oh Mann, ich hab so Lightning Schild. Und ihr fliegt bis dahin drüber. Jetzt sollten wir aber mal zum Real Deal kommen, und zwar dem größten Slime der Welt. Leute, let's go! Sieht ein bisschen komisch aus, Lea. Wie die Leute mit dem... Ah, Leute, hier ist außerdem unser XXL-Umrührer. Umrührer. Das hier mit unserem riesigen Löffel, womit wir dann so... Dann rühren wir dann so nach dem ganzen Slime rum, Alter. Ich hoffe, diese Badewanne überlebt es. Leute, let's go! Leute! Wir sind im Bad der Bäder, meine Freunde. Ihr seht auf jeden Fall, hier haben wir alle Sachen, die wir für einen riesigen Slime brauchen. Sowas hat noch nie jemand in ganz YouTube Deutschland gemacht. Lea, was sagst du dazu? Das finde ich echt klasse. Ich bin nämlich ein Slime-Fan. Ich glaube, das ist einfach so der Traum von jedem Slime-Fan. Leute, wir werden das hier, diese ganzen Sachen hier, zu einem riesigen Slime mixen in dieser Badewanne. Und wir haben hier auch eine professionelle Kamera oben. Das heißt, jetzt gibt es erstmal eine Erklärung, wie man den größten Slime der Welt macht. Los geht's! Willkommen im Hey Moritz Slime Studio. Wir werden jetzt zusammen den größten Slime der Welt machen. Hallo Lea! Also Leute, die Grundlage jedes Slimes ist natürlich Kleber. Und da wir hier den größten Slime der Welt machen, brauchen wir viel Kleber. Als nächstes kommt eine wunderschöne Kontaktlinsenflüssigkeit her. Leute, ihr wisst, das größte Slime der Welt, viel Kontaktlinsenflüssigkeit. Damit unser Slime auch eine richtig schöne Farbe bekommt, haben wir so grüne Lebensmittelfarbe geholt. Und das gleich viermal. Fünfmal, ich kann nicht zählen. Wieder auf jeden Fall sehr grün das Ganze. Und als letztes ein komischer amerikanischer Rasierschaum, den habe ich mir von anderen Slime-YouTubern geklaut. Ja, soll auf jeden Fall sehr geil sein und das war auch schon unsere letzte Zutat. Jetzt geht's ans Mixen. Und dafür wäre nichts Besseres als der größte Löffel der Welt. Der kommt auf jeden Fall auch in unsere Wanne. Und ich würde sagen, let's go. 3, 2, 1, go. Oh! Jawoll! Ich habe ein tolles Lied, Moritz. Was denn? Ja, Leute, was ein wundervolles Lied. Auf jeden Fall machen wir Behälter von Behälter in die Badewanne rein und sind jetzt auch gleich ready für den nächsten Schritt. Jetzt wird's grün. Okay, Leute, damit wir die ganze Badewanne voll mit Kleber. Jetzt müssen wir die ganze Farbe hinzufügen. Ich hoffe, das ist genug. Let's go. Verteilt die sehr gut, verteilt die. Oh mein Gott. Du Scheiße. Oh, das ist so geil. Naja Leute, auf jeden Fall haben wir das dann umgerührt und immer mehr hinzugefügt und es hat einfach so Spaß gemacht, das zu verrühren. Voll geil. Oh, nice, Alter, das ist das geilste Video, das macht so Spaß, Alter. Weiter rühren, weiter.
weiter rühren und es wird immer grüner und grüner. Bis wir das dann irgendwann zu einem Minzgrün gemixt haben. Das war auf jeden Fall schon mal richtig cool und da waren wir auf jeden Fall dann zufrieden. Und damit das Slime auch richtig schön fluffig wird, haben wir den Rasierschaum in die Wanne reingehauen. Und ja, sehr viel Rasierschaum, das hat so lange gedauert. Aber das Ergebnis lohnt sich. Und ihr kennt es ja schon, mixen. Und diesmal war es echt richtig anstrengend, das zu mixen, weil jetzt schon die ganze Kleber und so alles dabei war. Also das war richtig crazy. Und wir haben gemixt. Und dann haben wir die spezielle Zutat hinzugefügt, und zwar die Kontaktlinsenlösung. Das ist der letzte Punkt, damit waren wir ein bisschen aufgeregt. Wenn das jetzt gleich nicht klappt, dann war alles umsonst. Ach scheiße, Leute, ich hab echt ein bisschen Schiss. Ja, wenn das jetzt nicht funktioniert mit der Kontaktlinsenlösung, dann ist es verkackt. Diese Kontaktlinsenlösung ist das letzte Ding. Wenn das drin ist, dann haben wir sozusagen gewonnen. Also wenn das drin ist und das klappt, wir haben gewonnen. Ja, wenn das jetzt klappt, dann haben wir es. Sind wir fertig? Ja. Was? Ganz kurz, wenn ihr gerade das eingeschaltet habt, warum ich so aussehe, das war Moritz. Hoffentlich klappt es hier noch. Ich hab echt Angst. Hey, wieso müssen wir die aufschneiden? Weil das sonst ultra langsam rauskommt. Ja, dreh einfach. Wir haben immer richtig gehofft, dass es klappt und haben einen Test gemacht. So ein bisschen was bringt. Oh mein Gott, es funktioniert, Zelda. Oh mein Gott! Es funktioniert! Oh mein Gott. Okay, wir müssen weitermachen, Zelda. Lea, wir müssen weitermachen. Oh mein Gott. Wir müssen weitermachen. Oh, war das geil. Schau. Yes, Leute, es funktioniert. Und jetzt hieß aber nur noch der letzte Schritt. Rühren, meine Freunde. Das heißt, wir haben die ganzen Sachen jetzt nur noch zusammengemixt. Das war mega anstrengend, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen, Leute. Leute, wir haben offiziell den größten Slime der Welt gemacht. Das ist scheiße aus. Leute, guckt euch das an. Es sieht auf den ersten Blick so aus, der ist ja gar nichts geworden und bla bla bla. Aber achtet mal darauf, was jetzt passiert. Oh, guckt euch das an. Der ist perfekt geworden, Leute. Man kann einfach. Guck mal, ich kann es aber komplett. Alter. Junge. Ja! Das ist der ganze Slime. Und man denkt vielleicht, der klebt jetzt den Händen, aber das ist ja gar nicht. Leute, und jetzt guckt euch das an. Meine Hände sind jetzt noch voll. Einfach so. Und ich mache ein bisschen so. Und meine Hände sind komplett clean. Alter! Wir haben den größten Slime der Welt. Wir können so viel Scheiße damit machen. Aber Lea, du wolltest ja vorhin. Wir fangen. Ich hab nicht Angst hier. Hör auf meine Hand! Lea wollte jetzt hier eine kleine Runde ASMR machen, ne? Leute, seid ihr bereit für ASMR? Das war doch keine Dauer. Ich bin auf einer Seefahrt!
was er macht. Oh, war das knapp. Digga, nee, komm da nicht hoch. Sieht so aus wie so ein Schleimmonster. Oh, scheiße. Ich gehe jetzt einfach ganz rein, okay? Mit dem Rücken. Okay, ich sinke. Soll ich sinke. Solo. Hallo. Solo. Solo. Ich werde aufgefressen. Digga, guck mal, ich sehe aus wie ein Monster. Guck mal meine Füße an. Ah, jetzt geht's ja mit den Haaren. Digga, ich sehe aus wie ein Monster. Guck das an. Ich sehe echt aus wie ein Monster. Yeah! Aber ich komme echt nicht mehr hoch, ne? Ich mein's ernst. Okay, Leute, drei. Ich versuche jetzt wieder hochzukommen, okay? Drei. Zwei. Eins. Oh Gott. Kannst du dich auf? Nein. Drei. Zwei. Eins. Ich kriege diesen Pulli nicht mehr aus normal. Deswegen muss ich den jetzt, obwohl es mir richtig leid tut, für den Merch ausschneiden. Macht das niemals nach mit eurem Merch. Das tut im Herzen weh. Oh Gott. Leute, nein! Das ist ein Overall, den du dir ausziehst. Digga. Ist ein Overall. Der muss auf jeden Fall dringend los. Seine Haut. Alter, Leute, das ist das Geisteskrankeste, was ich jemals gemacht habe, wirklich. Heute ist einer dieser Tage, da denkt man sich so, what the fuck mache ich mit meinem Leben? Okay, ich bin raus aus dem Slime. Da ist der Slime jetzt hier in der Badewanne, Leute. Wir haben auf jeden Fall alles wieder gut sauber bekommen. Also wirklich unerwartet gut. Dann Lea, das war heute dann nicht geschafft, oder? Das Blöde ist nur, ich habe keine Wechselklamotten dabei. Meine Hose habe ich da hinten schon. Wieso hast du keine Wechselklamotten dabei? Genau, ich habe dir das extra gesagt. Leute, mir ist auch was richtig Dämliches passiert. Und zwar habe ich einen meiner Schlüssel irgendwo jetzt in diesem Slime drin. Das heißt, den muss ich mir dann irgendwie morgen finden. Das machen wir dann aber morgen, weil ich bin jetzt echt K.O. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses Video. Es war mega, mega geil, Leute. Das war mal wieder ein Video der extravaganten Klasse. Wenn ihr noch kein Abo da gelassen habt, Leute, was tut ihr eigentlich in eurem Leben? Lasst endlich ein Abo da, werdet endlich cool. Und falls ihr noch uncool seid, da geht jetzt auf heyshop.de und holt euch den besten Merch der Welt, meine Freunde. Der Blitzmerch. Denkt wie ein Blitz, meine Freunde. Leute, wir sind verrückt, schnell, stark wie ein Blitz, meine Freunde. Deswegen geht auf heyshop.de und holt euch den Blitz in euer Leben. Und ich würde sagen, haut rein. Und ciao. How much you got?